Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial. Diesmal geht es um das Verschieben von Splines von einem Editor-Layer in einen anderen Layer, also zum Beispiel von Gleis-Splines in den Layer, zum Beispiel für Schaltstrecken. Ich darf dazu mal einen Text zitieren von Thomas Tolaff aus dem EEP-Forum von seiner Website, wo er den entsprechenden Tipp auch schon in Text- und Bildform präsentiert. Das sieht dort so aus: störende 2D-Objekte in anderen Layer verschieben. Man hat ja häufig die Situation, dass man im 2D-Editor von EEP völlig die Übersicht verliert, weil zum Beispiel Shutter-Splines und auch Böschungs-Splines von UB3 das genau gleiche Aussehen haben wie die Gleis-Splines. Und wenn dann bei einer zweigleisigen Strecke zwischen den Gleisen entsprechende Shutter-Splines liegen, dann wird das schnell völlig unübersichtlich. Ich kann das hier mal zeigen an einer Anlage, die ich gerade mit EEP 13 erstelle. Ich habe hier allerdings jetzt EEP 11 vorbereitet zum Öffnen der Anlage, weil ich den Tauschmanager, den wir nachher für diese ganze Aktion brauchen, bisher nur in einer Version vorzuliegen habe bis EEP 11 und der Tauschmanager bis EEP 11 keine Anlagen aus EEP 13 öffnen kann. Deswegen öffne ich meine mit EEP 13 erstellte Anlage, die hier sinnvollerweise Thomas Hausen heißt, jetzt mal in EEP 11. Das dürfte aber unproblematisch sein. So viele Neuerungen haben sich ja da in Bezug auf die reine Anlagengestaltung nun auch nicht ergeben. Er ist jetzt dabei, die Anlage zu laden. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Und wenn man jetzt mal in den Gleiseditor geht, dann sieht man, was ich meine. Dass hier zum Beispiel im Bereich dieser Weichen an der Bahnhofseinfahrt überhaupt nicht zu erkennen ist, außer man hat es gerade zufällig selbst aufgebaut, was nun ein Gleisblein und was ein Schottersblein ist. Diese Situation hier aus dem 2D-Editor, die sieht im 3D-Editor so aus. Dass wir hier also eine Bahnhofseinfahrt haben, die Gleise und Weichen von GK3 und eben die Schottersplines von UB3. Da sieht man auch schon mal eine kleine Vorausschau auf meine nächste bzw. aktuelle Anlage, die ich gerade am Bauen bin. Wieder nach einer Vorlage in Amoeba. Und hier haben wir dann den kleinen Bergwerksbetrieb. Nichts Großes, vielleicht ein Bergwerk für Spezialerze, Pyrit oder ähnliches. Nicht so umfangreich. Und es geht jetzt aber, wie gesagt, hier vorwiegend darum, dass diese Shutter-Splines in einen anderen Layer verschoben werden sollen. Denn wie gesagt, im Moment sieht es ja so aus, dass das alles im Gleiseditor stattfindet und auch alles als Gleise angezeigt wird. Und an diesem konkreten lebenden Beispiel will ich das jetzt mal demonstrieren, wie das nachher aussieht, wenn man diese Shutter-Splines
verschoben hat in einen anderen Layer und ich werde sie verschieben in den Layer hier für die Schaltstrecken, weil man die in Zeiten von Lua nun kaum noch braucht und man damit dann diese Shutter-Splines sehr schön ausblenden kann, indem man sie sich dann gerade in die EP13 ist das ja einfacher geworden durch den rechten Mausklick auf die Schaltflächen. Hier in EP11 funktioniert das noch nicht so, dass man die dann ganz einfach ausblenden kann. Das werden wir nachher dann noch sehen. Jetzt geht es erstmal schnell weiter. Das können wir hier wieder schließen. Und dann mal umschalten auf den Tauschmanager. Für 11 Programm starten. Und da haben wir eine Anlage zu laden. Aus 11, EP11. Da finden sich keine Anlagen mehr, aber die sind jetzt, ich hoffe mal, das funktioniert alles so einfach in 13. In den Anlagen Thomashausen die 39. Die ist noch nicht verändert und dann geht man auf Tauschen ändern und kann sich hier das bei Thomas nochmal ansehen. Man geht also auf ein oder mehrere Splines tauschen, beziehungsweise in dem Falle verschieben. Das sieht dann hier so aus. Einen oder mehrere Splines verschieben. Verschieben, er lädt jetzt die Anlage, die Anlagendatei. Und da haben wir hier den alten Layer, das sind Eisenbahngleise, dann kann man hier auf die Titelzeile klicken, dann sortiert er das und dann sehen wir hier schon Bahndamm eingleisig braun UB3. Das ist ja genau das, was wir verschieben wollen und zwar nicht nach Eisenbahngleise wäre ja keine Änderung, sondern nach Steuerstrecken. So, wir wollen also diese Bahndamm Gleise in Anführungsstrichen Bahndamm-Splines verschieben, sodass sie dann als Steuerstrecken angezeigt werden und als solche dann auch ausgeblendet werden können. So, dann markieren wir den ersten, drücken die Shift-Taste, beziehungsweise scrollen hier erstmal runter, bis der Bahndamm dann mal aufhört. Haben wir hier Bahnsteige. Da hört der Bahndamm auf. Und wenn wir jetzt nochmal die Shift-Taste drücken und gleichzeitig einen Linksklick machen, dann haben wir ganz typisch für Windows alles markiert, was dazwischen ist. Ja, sozusagen vom ersten bis zum letzten Bahndamm-Eintrag haben wir jetzt also alle ein- und zweigleisigen Bahndämme hier markiert. Und können die nach Steuerstrecken verschieben. Splines verschieben. Das macht er jetzt. So, und dann können wir das eigentlich auch schon wieder schließen. Jetzt sind die nämlich nach Steuerstrecken verschoben. Jetzt können wir noch mal gucken, ob wir in Eisenbahn Gleisen noch was anderes zu verschieben haben. Die Gleise, die Bahnsteige, die Gleise. Schattenbahnhof, hier ist nochmal Schotter. Ach so, das waren ja nur die Bahndämme, richtig. Es ist ja auch noch der ganze Schotter. Also Schotter ohne Bahndamm dran ist ja auch noch zu verschieben. Da müssen wir uns wieder den ersten Eintrag suchen. Mausrad scrollen geht nicht. Schotter, braun, zweigleisig. Ach, der ist wieder nicht alphabetisch sortiert. Das ist ja auch wieder. Hier ist er. Da müsste jetzt irgendwo der erste. Da ist der erste. Schotter, braun, zweigleisig.
ist der Schotterbraun eingleisig. Und da hört er auf. Linke Shift-Taste drücken. Linker Mausklick mit gedrückter Shift-Taste. Und alles darüber ist markiert. Und das schieben wir wieder von Eisenbahngleise nach Steuerstrecken. Und dann können wir das schließen. Und jetzt ist wichtig, nicht zu vergessen, diese geänderte Anlagendatei, die muss jetzt natürlich gespeichert werden. Anlage speichern unter. Und dann haben wir in dem Ordner EEP13 Ressourcen, Anlagen, meine Anlagen, Thomashausen, der Thomashausen 039 mit dem ja, Präfix am Ende TM, Tauschmanager, Punkt, Anlagen 3. Und die speichern wir und können das Ganze hier schließen oder minimieren. Und können das jetzt hier auch beenden. Den 11er brauchen wir nicht mehr. Und jetzt machen wir hier den, machen wir EEP13 auf. Und können dann Anlage laden. Thomashausen, und da finden wir die TM, die 39 mit dem Zusatz TM. Und hier haben wir jetzt ja auch einen Fortschrittsbalken. Auch ein Fortschritt, dass es einen Fortschrittsbalken gibt. Deswegen heißt der ja auch so. Und dann wird die Anlage hier geladen, jetzt in EEP13. Und wenn wir da jetzt auf den Gleiseditor umschalten, dann haben wir hier in dieser Weichenstraße von der Bahnhofseinfahrt nicht mehr dieses unübersichtliche Gewirr von Gleisesplines, weil ja der Editor für Steuerstrecken ausgeblendet ist. In EEP13 kann man hier rechten Mausklick auf die Schaltfläche. Und wenn man den einblendet, dann sehen wir jetzt hier wieder die Schotter-Splines. Das sind ja inzwischen durch die Verschiebung, sind das ja Splines für Steuerstrecken oder Schaltstrecken. Die können wir hier einblenden und mit dem rechten Mausklick ausblenden. Das ist also wirklich eine komfortable Lösung, um da Übersicht reinzubekommen in so einen Gleisplan. Wenn man sich das hier mal anguckt, wie viel da so verschwindet an Gleisen, wenn man das mal ausblendet, dann kann man hier auch viel besser Kontaktpunkte verlegen oder auch hier für die Weichenschaltung das erreichen. Und Signale aufstellen und ans richtige Gleis und das Signal nicht etwa auf den Schotterspline stellen. Das ist also für meine Begriffe eine vernünftige Lösung dafür. Wie gesagt, Thomas Tholaff stellt das auf seiner Webseite in Ruhe vor, dass man es nachlesen kann. Und ich habe jetzt hier nochmal dieses Video dazu gefertigt. Wie gesagt, benötigt wird dafür der Tauschmanager als Tool. So, das wäre es erstmal für diese Anlagenvorstellung hier oder für diesen Tipp. Und diese Anlage, die werde ich dann noch gesondert vorstellen. Ich verabschiede mich erstmal für jetzt und wünsche noch viel Spaß mit dem Video.